Deshalb überlegt gut, was ihr macht, wirklich. Auf das ganze Leben gilt das. Boah. Da hab ich gerade Schluck auf. Boah. Ja. Überlegt gut, was ihr macht, denn auch wenn ihr denkt, ich mach das mal heimlich, die kriegt es eh nicht mit. Irgendwann kriegen alle das mit. Und mit alle meine ich wirklich alle. Das heißt, wenn da welche wissen, ihr habt eine Freundin und die wissen auch, dass du dann zum Beispiel mit deiner besten Freundin oder halt mit einer besten Freundin geschlafen hast. Puh. Ich will euch nicht zutrauen, was dann passiert. Also, entweder ihr habt dann wirklich ein sehr gutes Überzeugungsvermögen und wie man das auch immer nennt. Und, what the fuck, wer schreibe ich denn jetzt an? Oh, Jan ist nein, ich kann nicht. Oh, was ist los? Ja. Dann würde ich, muss ich mal kurz überlegen. Treppe. Ja, wir müssen hier kurz ein paar Treppen machen. So. Oh, Jan ist ja auf zu schreiben, bitte. So, jetzt habe ich geschrieben, dass ich in Aufnahme bin. Ich hoffe, jetzt schreibt er mich nicht voll. Jonas würde jetzt machen, dass er mich voll schreiben würde. Ja, was sag ich? Halt, das wollte ich nicht. Mann! Also ich habe euch gesagt, dass ich, dass es hier die Baufolge wird. Das habe ich euch letztes Mal schon gesagt. Boah, fick dich doch, du Scheißtreppe, Alter. Oh. Ah, ficken. So, nicht persönlich nehmen. Gut. Dann würde ich einfach mal sagen, dass es dann hier weitergeht. So in etwa. Und dass wir dann da unser kleines Lager dann errichten. Ja, gut, das machen wir. Klingt gut. Ich musste gerade nur mal überlegen, ob das alles auch so stimmt, was ich so sag. Aber es stimmt alles. Denn dann würde ich sagen, dass ich dann die Aufnahmesession voll das Haus voll zu Ende baue. Aber jetzt mal ohne Inneneinrichtung oder sowas ähnliches. Sondern einfach nur das Haus. Und dann, ich habe ja glaube markiert, gell? Ja, ich habe zu Hause markiert. So. Dass wir dann uns in der nächsten Aufnahme wieder auf die Reise machen. Würde ich einfach so jetzt mal als Vorschlag machen. Und ja, ihr könnt in die Kommentare schreiben, aber ich habe eh schon, was weiß ich. Oh, was ist denn jetzt schon wieder? Aber ich habe das eh schon, was weiß ich, wie lange im Voraus aufgenommen. Denn wir haben bei so vielen Projekten, da müssen wir einfach so viel im Voraus aufnehmen. Das tut uns furchtbar leid, die irgendwelche Kommentare oder Tipps in die Kommentare schreiben. Aber es geht leider nicht anders. Wir werden die Kommentare natürlich lesen. Und es kann natürlich sein, dass es dann viel, viel später dann, oder dass ich dann zum Beispiel erst bemerke. Das kann natürlich sein. Jetzt brauche ich hier eine Fackel. So, Janis hat noch irgendwas geschrieben. Ja, gut. Weil wir werden nachher wahrscheinlich auch noch ein bisschen Rust aufnehmen. Ist jetzt auch ein neues Projekt. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben. So, würde ich einfach mal
mal sagen, ist hier die Wand zu. Wir nutzen den kompletten Raum hier unten aus, würde ich sagen. Wo ich halt, boah, da erinnere mich wieder an die Season 1, wo wir auch so ein riesen Lager hatten, wo wir auch echt richtig viel scheiß Holz brauchten. Aber richtig, richtig viel. Oh, das war, oh Gott, ach Gott, ach Gott. Da muss ich vielleicht auch nochmal farmen gehen. Das geht ja schnell. Die Bäume fallen ja jetzt ab. Aha. Man muss ja nicht auf jeden einzelnen Block schlagen. Das ist das Gute. Puh. Erleichterung. Ich muss wieder die Dings, die Seite aufschlagen, denn da stehen natürlich noch weitere Themen. Da war ich. Na gut, jetzt steht hier als nächstes Thema, Bundesliga, FC Bayern läuft davon. Ja, FC Bayern kann ich mal am Arsch lecken, weil das sind einfach alles scheiß Noobs. Weil, das ist halt meine Meinung. Ihr könnt natürlich schreiben, was ihr wollt, aber für mich ist Bayern einfach, Scheiße, ich habe das mal irgendwie definiert. Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, wie ich es gesagt habe. Das sind Geldscheiße, ja. Die sind nur so gut, das wette ich mit euch. Die sind nur so gut, weil die ganzen Spieler sich kaufen. Und wenn die nämlich zum Beispiel, ist ja nicht der Sinn von Fußball, dass man sich hier die besten Spieler kauft und dann halt eine klasse Mannschaft hat, sondern man hat ja sozusagen die Jugend, die dann aufsteigt, und dass man halt auch aus Spielern, die jetzt vielleicht keine Ahnung, also die man halt nicht einkauft, weil die ja schon gut sind, sondern dass man halt Spieler so trainiert, dass die halt gut werden. Das macht doch einen guten, finde ich, Fußballverein aus. Und das ist halt bei Bayern, finde ich, einfach nicht so. Bayern kauft sich die Spieler, stellt halt die Mannschaft auf und das war's. Und das finde ich einfach scheiße. Das sind einfach Geldscheiße. Und das ist einfach meine Meinung dazu. Falls ihr da irgendwie andere Meinung habt, das juckt mich eigentlich wenig. Wir sind eigentlich hier vom Kanal, ist eigentlich niemand Bayern-Fan. Und gut, falls ihr da irgendwelche Probleme habt, mich juckt's nicht. Deshalb würde ich einfach mal sagen, dass ich das hier gleich wieder beende, dieses Thema, weil über das will ich eigentlich gar nicht reden, weil Bayern ist einfach der letzte Scheißverein, den es auf der Welt gibt. Da wäre ich für jeden anderen Verein, aber nicht für Bayern. Ich habe mich auch, wann war es, ich glaube vor 2 oder 3 Jahren, in der Champions League hat der Bayern gegen Arsenal, nicht gegen Arsenal, sondern gegen Chelsea in der Champions League verloren. Da habe ich mich so gefreut, wirklich. Obwohl da viele denken, ja, wo ja eigentlich nicht Bayern-Fans sind, sagen ja, ja, aber da musst du ja für Deutschland sein. Aber ganz ehrlich, sobald Bayern spielt und auch wenn es Deutschland ist, wirklich, Bayern kann mich sowas von am Arsch lecken, auch wenn. Das ist mir dann echt lieber, wenn wenn dann die andere Mannschaft gewinnt, weil die, ja gut, Chelsea, die kaufen jetzt auch hier die guten Spieler ein, aber zum Beispiel, es war, glaube ich, letztes Jahr, hat in der Champions League Bayern gegen Dortmund gespielt und 3-0 dürfte rein, für wen ich war. Und ich würde einfach sagen, dass es Bayern überhaupt nicht verdient hat, aber ihr könnt alle selber entscheiden, wie ihr darüber denkt. Deshalb würde ich jetzt trotzdem gerne dieses Thema abschließen und eigentlich nicht mehr drauf zurückgreifen, denn es macht mir ehrlich keinen Spaß, darüber, über diesen Kackverein zu reden. So, meine Meinung dazu. Was ihr vielleicht denkt, will ich vielleicht nur kurz ansagen. Wenn ich hier, oder wenn wir hier aus dem Schwabenland sind, dass wir für den Stuttgart sind oder für hier in der Region. Also es kann sein, dass ein paar von uns Stuttgart-Fans sind, aber
Stuttgart-Fan bin ich auch nicht, denn es kommt halt drauf an, wie weit ich im Voraus aufgenommen habe, ob die jetzt schon abgestiegen sind oder ob sie es halt noch geschafft haben. Aber ich denke, dass... Ich denke jetzt am 17.02., dass Stuttgart absteigt. Denn so wie die spielen...